Jo, dann erstmal einen guten Morgen an die Runde. Ich freue mich darüber, dass einige sich aus dem Bett rausquälen konnten für einen Eintrag zum Thema Power BI. Und insbesondere Security. Security ist ja immer so ein Thema, wo man sich denkt, naja, gut, Bericht ist doch veröffentlicht und meine Anwender werden schon irgendwie bewusst damit umgehen. Das funktioniert ganz gut in 2-, 3-, 4-, 5-Mann-Organisationen. Wenn ich aber eine Organisation habe mit 10, 20, 30.000 Mitarbeitern, wird das wahrscheinlich immer relativ semi funktionieren. Vorab auf jeden Fall ein großes Dankeschön an die Organisatoren und dementsprechend einfach, ja, ne, das ist die erste klimaneutrale Veranstaltung ist. Ich glaube, das ist so ein komplettes Novum, überhaupt darüber nachzudenken. Ich hatte mich letztens mit ehemaligen Kollegen unterhalten und der meinte, ja, wir kaufen Bäume auch für unsere Events. Und die so, warum Bäume? Die haben sich über sowas eigentlich nie bisher Gedanken gemacht. Ja, von daher wichtiges Thema, sonst haben wir irgendwann diese blaue Kugel da in der Mitte eigentlich irgendwann gar nicht mehr. Oder jedenfalls nicht mehr in der Farbe. Wie auch immer das dann eben aussieht. Dafür ein großes Dankeschön an die verschiedenen Sponsoren, an die Platin- bzw. Gold-Sponsoren, die es halt eben möglich gemacht haben, über 100 CO2-Tonnen zu kompensieren an Emissionen. Das ist natürlich schon sehr ordentlich. Und ja, man muss immer darüber nachdenken, so ein Online-Meeting, es verbraucht oder es produziert CO2. Wir haben Rechner am Laufen, wir sharen unseren Bildschirm, wir sharen unsere Kamera, wir reden und so weiter. Das ist ja alles Energie. Und hier, die Sponsoren haben es halt einfach möglich gemacht, sowas halt einfach zu kompensieren. Von daher ein großes Dankeschön an diese. Springen wir mal kurz weiter. Für diejenigen, die mich nicht kennen, ja, ich habe die Kamera an, von daher sieht er mich in Realität und nicht nur in diesem Bild da unten rechts, was meine 6-jährige Holländerin für mich gemalt hat, wo ich mir dachte, wow, also ja, von der Schrift her und vom Malbild her hätte ich wahrscheinlich Arzt werden sollen. Das ist katastrophal. Das würde ich mal sagen, es sieht ganz gut aus. Genau, wenn ihr Fragen habt zu der ganzen Geschichte, gerne entmutet euch, schreibt es in den Chat mit rein. Ich öffne auch mal das Chatfenster, damit ich das nebenher auch im rechten Auge auch mal im Blick habe. Ansonsten jederzeit gerne, schreibt mir eine E-Mail. Ihr erreicht mich über Twitter. Das sind die beiden Möglichkeiten, wo man mich ganz gut kriegt, sowas wie Facebook oder sowas. Ich weiß nicht, ich bin zu alt vielleicht dafür. Ich nutze es jedenfalls nicht. Gut, was haben wir denn vor? Ich habe das mal aufgegliedert in eine Soft- und Hard-Security. Das erste ist die Soft-Security. Da reden wir über Sensitivität-Labels, wo wir an sich Berichte oder auch Dashboards markieren können, ob da dementsprechend Daten enthalten sind, die in irgendeiner Weise kritisch sind. Und halt eben dementsprechend im Service und was sich da dementsprechend für Sharing machen kann innerhalb von Power BI. Das Ganze habe ich unter Soft subsumiert, weil ja, das ist halt eher nur dieses bitte nicht tun, ne? Vorsichtig sein mit den Daten. Das ist halt so dieses nicht gucken, nicht anfassen oder nur gucken, nicht anfassen, so heißt es richtig rum. Ja, das funktioniert, wie gesagt, bei kleinen Organisationen kann das klappen, bei großen Organisationen definitiv nicht. Also jedenfalls habe ich es noch nicht erlebt in meiner Zeit. Die harte Security bietet mir eben die Möglichkeit, eine Row-Level Security, abgekürzt RLS, zu implementieren. Und hier habe ich die Möglichkeit, Daten horizontal einzuschränken, also in Form von eine Tabelle beinhaltet Daten von mir und vielleicht eben wiederum von Kollegen. Ich soll aber gar nicht die Möglichkeit haben, die Daten meiner Kollegen zu sehen. Ich soll nur meine eigenen Daten haben. Das ist sozusagen die LS, die horizontale Einschränkung, wie ich da dementsprechend drankomme. Da kann man Rollen definieren, werde ich euch später zeigen.
Und das Ganze kann man dann auch dynamisieren, um dann dementsprechend zu sagen, also ein gewisses Data-Driven aufzubauen in Form von, es kommt aus meinem System, aus meiner SharePoint-Seite, aus meiner anderen Software. Da kann ich dann dementsprechend auch die Row-Level-Security drüber steuern. Und letzteres davon ist die OLS, die Object-Level-Security, wo ich eben die Möglichkeit habe zu sagen, ich sehe Spalten nicht, also das Vertikale gegenüber dem Horizontalen. Eine Spalte, wo vielleicht Einkaufspreise drin sind, die soll ein Verkäufer gar nicht sehen, weil er sich ja irgendwie ableiten könnte. Naja, da kann ich ja nochmal so und so viel Rabatt oder sowas geben, um den Kunden irgendwie zu halten. Gerade so zum Beispiel Möbelbranche könnte man eben so aussehen. Da ist dann dementsprechend die vertikale Sicherheit mit OLS ganz gut möglich. Zuletzt ein Monitoring, um das einfach mal zu sehen. Okay. Das Ganze habe ich mal in einer User Story, weil ich versuche immer, ja, Dinge, die dementsprechend ja, vom Business eben kommen, User Stories darzustellen. Das ist immer ganz gut mit Akzeptanzkriterien, aber das völlig beiseite. Im Endeffekt, das, was wir wollen, der Chef der Sales Managers oder der Verkäufer, der möchte ganz simpel seinen Power BI-Bericht veröffentlichen. Relativ simpel. Dazu ein paar Akzeptanzkriterien und die werden wir eben auch versuchen, hier mit den Sachen eben abzudecken. Wir wollen oder er möchte, dass nur Verkäufer den oder beziehungsweise Lesezugriff auf den Bericht bekommen. Also den nicht verändern und sagen, ach nö, die Kuchengrafik gefällt mir nicht, da mache ich mal eine Balkengrafik oder sowas draus. Das möchte er eben nicht. Dann der Bericht soll auch markiert werden, dass der Confidential Data beinhaltet. Also, dass ich das eben sehe als Verkäufer, dass da drin kritische Daten eben enthalten sind und dass ich nicht sage, super, drucke ich mal aus oder mach mal ein Foto und schicke das mal per WhatsApp irgendwie weiter. Der soll es sehen. Also, dass er sich dessen auch bewusst wird, um was für Daten es sich eben handelt. Dann als weiteres Kriterium sagt er halt einfach, okay, die Verkäufer sollen nur die Daten sehen für das jeweilige Land, wo sie verantwortlich sind. Das, ne, da haben wir schon mal so einen kleinen Brückenschlag eben zu der RLS. Da werden wir auf jeden Fall eben reinschauen. Dann wiederum sagt er als Chef von den Verkaufsleuten, nur er darf die Prime Cost, das heißt dementsprechend die Einkaufskosten an der Stelle eben sehen und auch jede Berechnung, die darauf basiert, er darf dann nur dran. Ein Verkäufer darf das nicht sehen. Und zu guter Letzt sagt er einfach nochmal, der Power BI Administrator, der den kompletten Tenant verwaltet, der soll das eben monitoren und halt eben auch wiederum verwalten. Springen wir rein in die Soft Security. Was haben wir? Wir haben mittlerweile die Sensitivität-Labels. Die kennt man vielleicht oder kennt ihr vielleicht eben schon aus Word, in Outlook und in Excel sind es meines Wissens auch mit drin. Da habe ich aber relativ selten mitgearbeitet. Im Endeffekt ist es einfach eine Technologie, wo ich zum Beispiel in meinem M365-Tenant eben sage, okay, folgende Labels möchte ich an mein Word-Dokument mit dranhängen. Ja, also hier oben in Word Vertraulichkeit und dann hänge ich das damit dran. Das Ganze muss auch aktiviert werden im Power BI Tenant, zeige ich euch gleich mal an welcher Stelle. Und im Endeffekt Ziel ist einfach nur das Labeln. Das macht eure Daten null technisch sicher. Weil, ne, ich sehe einfach nur, okay, es sind sensitive Daten, wunderbar, drucke ich trotzdem aus und hänge die bei mir an die Haustür, damit sie mein Nachbar lesen kann. Das kann ich tun, davor wird mich keiner hindern. Aber auf der anderen Seite haben wir auch die Möglichkeit, Daten, die dementsprechend irgendwo in eurem
Speicher gespeichert sind, also in irgendeinem Blob Storage, in irgendeinem Laufwerk, whatever. Das kann ich auch sehen und weiß auch, okay, da hat jetzt der Philipp das Dokument aufgerufen, was ein Sensitivitätslabel halt eben auch hat. Das können wir eben auch wiederum davon ablesen. Ich meine, ob das jetzt zum Erfolg führt, zu sagen, okay, da hing irgendwie was an der Haustür von Philipp, was Sensitivitätsdaten drin hat. Wir haben gesehen, er und 30.000 andere Menschen haben das aufgerufen, dann wird er das auch gewesen sein. Wage ich mal zu bezweifeln. Aber wir haben eine gewisse Nachvollziehbarkeit. Ja, das Ganze wird über das Azure bzw. 365-Portal verwaltet. Und dann kann ich das eben zuweisen über den Power BI Desktop, aber auch im Portal. Also ich habe beide Möglichkeiten. Und dann ist das Ganze einfach nur noch, es wendet sich an auf Dashboards bzw. auch Datasets. Ich werde mal hier einen Power BI Desktop Bericht öffnen. Und das, was ich gemacht habe, ich habe hier ja zwei ziemlich sinnvolle Labels, so ASDF Sensitiver 1, aber hier hängt auch ein Label Confidential. Wie macht man das Ganze? Da springe ich mal drüber den richtigen Browser und hole den mal auf den richtigen Bildschirm. Das hier ist mein Power BI Tenant und der User hier in dem Fall, ich bin eingeloggt und ich darf auch alles hier tun. Ich bin Administrator von diesem Tenant. Und wenn ich hier über das Admin-Portal gehe und einfach mal suche hier, da kann ich sagen, okay, ich möchte das aktivieren mit den Sensitivitätslabels. Und hier drüber kann ich die dann auch schon an der Stelle, genau, da habe ich auch den Link, um im M365 Compliance Center solche Sensitivitätslabels zu erstellen. Und dann stehen sie eben hier auch zur Verfügung. Wie sieht das Ganze aus? Ich sage einfach, okay, dieser Bericht, der soll ja als confidential markiert werden. Das ist ja eine Anforderung, die wir vom Head of Sales Manager, also vom Verkaufsleiter, gestellt bekommen haben. Und danach gehe ich immer hin. Schon gespeichert. Aber nun gut, dann tun wir es jetzt zweimal. Ich veröffentliche den Bericht mal in ein Workspace. Währenddessen der sich gerade aktualisiert, können wir hier schon mal in den Workspace reinwechseln. Da ist an sich nichts bis eben. Ne? Man sieht schon hier, das sind neue Elemente, die erstellt worden sind. Aber ansonsten ist es einfach ein ganz leerer Workspace. Auf den habe ich auch nur ich Zugriff. Das werde ich gleich nochmal behandeln. Aber ich gehe mal davon aus, dass das publiziert durch ist. Ja. Und dann kann ich hier diesen Bericht öffnen. Man sieht schon hier oben, ich zoome da mal ein bisschen ran, das ist halt relativ klein, muss man sagen. Okay, da steht jetzt eben Confidential, das kommt jetzt nicht irgendwie groß raus mit einem Sternchen drumherum und blinkend oder sowas. Das ist einfach nur das Label Confidential. Da sehe ich das innerhalb meines Berichtes. Der Bericht als solches, der ist eigentlich völlig irrelevant für euch. Das sind aber einfach nur Beispieldaten von, falls ihr mal den Dashboard in der Day gemacht habt, dann habt ihr diese Daten wahrscheinlich schon mal gesehen. Was ich jetzt eben hier tun kann, sage, okay, das hier, das möchte ich an mein Dashboard mal anheften. Na komm, versuchen wir es, wie es halbwegs ohne Rechtschreibfehler. Und hier sehe ich auch, das Label ist in meinem Dashboard mit drin. Und sollte ich jetzt von anderen Berichten, die nicht als confidential gelabelt sind, Elemente da anheften,
dann ist dieses Dashboard weiterhin als Dashboard, als Confidential gelabelt, weil es beinhaltet ja eine Information, die schützenswert ist. Wenn ich dann natürlich eben auf das jeweilige Element draufklicke, verschwindet das, aber hier in dem Fall bleibt das. Sollte ich das in meinem Dataset oder ich möchte das vielleicht noch weiter labeln, dann hängen hier an den Einstellungen hier die Sensitivitätslabels am Dataset. Was halt eben auch zur Folge hat, sollte ich neue Berichte auf Basis dieses Datasets erstellen, bekommen die auch hier dieses Label automatisch halt eben zugewiesen. Daher, die Sicherheit hängt ja nicht am Bericht, weil ich will ja nicht meine Kuchengrafik schützen, weil die ja so toll ist und niemals zur Welt kommen dürfte. Ich will ja meine Daten schützen. Darum geht's. Dann springen wir mal zurück zur PowerPoint. Was haben wir noch in der Soft Security? Das ist im Endeffekt die Service Security. Und das ist sozusagen der Access zu einem Workspace. Das heißt, hier ist ein Workspace mit dem Namen Reporting. Und hier kann ich neue Benutzer hinzufügen. Und ich kann 4 verschiedene Rollen meinen Benutzern zuweisen. Ich habe euch mal Links davon. In meinen Augen die wichtigsten Dinge, über die man immer reden sollte, einfach mal rausgeschrieben. Hinter einer jeweiligen Rolle steckt noch viel, viel mehr. Das heißt, hier unter dem Link ist das ziemlich gut und ziemlich genau auch beschrieben. Also von daher kann man da noch mal ein bisschen nachlesen. Die Admin-Rolle, ja, Admin-Administrator darf halt alles, ne? Also von daher, der verwaltet den Workspace, der kann neue Benutzer hinzufügen, der kann Content erstellen und so weiter und so fort. Klar, können wir beiseite schieben. Der Member ist an sich ziemlich ähnlich. Der kann den Workspace nur nicht löschen als solches, aber der kann neue Benutzer hinzufügen, der darf teilen und so weiter und so fort. Der Contributor, der kann auch neuen Content erstellen, sowie auch editieren. Das heißt, in meinen Augen, manchmal finde ich den Member und den Contributor irgendwie ziemlich ähnlich und hätte man auch eins draus machen können. Aber es gibt Gründe, warum man sie getrennt hat. Von daher schieben wir es mal beiseite. Der Viewer ist wirklich eben dieser Mensch, ne, um das von eben nochmal aufzugreifen, nur gucken und nicht anfassen. Der darf halt einfach nur einen Bericht sehen. Ist eine relativ relevante Rolle, wenn wir gleich dann über RLS, OLS dann eben reden, aber dazu später eben mehr. Wir hatten ja die Anforderung, dass unser Head of Sales Manager das hier diesen Bericht ja auch ganz gerne sehen will. Also schauen wir mal hier in den Access rein und ich glaube, der hatte so einen grandiosen Namen wie einfach nur Powerton. Sagen mal, okay, der will ja auch einfach nur lesen. So kann ich das eben zuweisen. Hier habe ich die Rollen, die ich zuweisen kann oder Gruppen, wie auch immer. Und danach ist das Thema erledigt. Wenn wir das mal gegentesten wollen, habe ich diesen User natürlich auf dem falschen Bildschirm über ein Rechtschreibfehler machen. Geben wir das mal. Jetzt sehen wir eben der User, gut, Vorname ist Power, Nachname ist Ton, das finde ich das immer so ein bisschen doof für Good Morning Power, aber ist ja auch völlig egal. So, wenn wir mal in die Workspaces reingucken, der sieht jetzt hier den Workspace Powerton, dieser Workspace steht allen zur Verfügung und ihr habt ja eben gesehen, als ich den veröffentlicht habe, da war eine ganze Liste an Workspaces,
auf die hat er auch gar keinen Zugriff an der Stelle. Das heißt, der Powerton Workspace wird ihm nur angeboten, weil er auf diesen Workspace explizit Berechtigung bekommen. Und er sieht auch innerhalb von diesem Workspace nur zwei Elemente. Wenn wir das mal vergleichen, hier habe ich drei Elemente. Der Viewer oder ja, der Reader, der darf ja keine neuen Elemente erstellen und auch editieren. Von daher macht das auch gar keinen Sinn, dass er das Element hier, ja, hier sehen würde. Das heißt, er hat gar nicht die Möglichkeit, das Dataset auszuwählen und zu sagen, okay, ich erstelle einen neuen Bericht da drauf. Dementsprechend sieht er nur Report und Dashboard. Und natürlich sieht er auch hier oben das Sensitivitätslabel. Das steht ihm da auch bereit. Springen wir mal zu den Folien zurück. Ja, wie gesagt, vier Rollen von den Einstellungen oder von den Berechtigungen hier auf der Folie ist es relativ schmal. Wenn man eben hier auf den Link da unten klickt, kommt da ein bisschen mehr bei raus. Aber das sind in meinen Augen erstmal die wichtigsten Dinge, über die man reden sollte und über die man sich auch bewusst sein sollte. Gehen wir mal zu dem Thema Hard Security, weil hier hat mir nur jemand gesagt, okay, du darfst halt einfach den Bericht sehen und ja, der ist confidential, aber bitte sonst auch nichts weiter damit machen. Und ein Akzeptanzkriterium war ja, ein Sales Manager, ein Verkäufer, soll nur seine Daten sehen für das jeweilige Land, wo er verantwortlich ist. Die Anforderung ist ja damit null erfüllt, weil man könnte ja nur sagen, bitte Philipp, du bist verantwortlich für Australien, also guck dir auch bitte nur Australien an. Das funktioniert halt nur bedingt. Ja, dafür gibt es die Role-Level Security, die sogenannte RLS. Die RLS kann Daten verstecken. Verstecken bedeutet nicht, wo ich zum Beispiel im Power BI Desktop mal einen Rechtsklick auf eine Spalte machen kann und sagen, hide oder manchmal, wie es im Deutschen da heißt, aber völlig egal, die Daten kann ich mir trotzdem vorholen. Das bedeutet, der Benutzer, der den Bericht konsumiert, der kann nur die Daten sehen, die seine Rolle ihm auch bereitstellt. Alles andere ist versteckt. Ich kann verschiedenste Rollen innerhalb von Power BI erstellen. Also hier haben wir jetzt hier gerade rechts, so sehen wir eine Rolle, die nennt sich einfach nur für den Bereich Germany. Aber ich kann auch unterschiedliche Rollen erstellen, wie beispielsweise, was hat man da für Länder? Australia, Japan, USA und so weiter und so fort. Die kann ich auch, wenn ich möchte, da drin erzeugen und dann halt eben Filterungen mit einbauen. Und der jeweilige Mitarbeiter oder Nutzer, der einer Rolle zugewiesen ist, sieht nur die Daten, die die Rolle ihm bereitstellt. Das Ganze passiert innerhalb des Power BI Desktops. Da kann ich das tun. Das Verwalten, wer Mitglied ist einer Rolle, das passiert im Service. Das schauen wir uns mal an. Da ist unser Power BI Report. Jetzt sehe ich ja gerade einfach alles. Und hier oben unter Modeling gibt es zwei Knöpfchen. Manage Roles und View As. View As kommen wir gleich. Manage Roles, wenn ich da drauf klicke, kann ich einfach sagen, ich erzeuge eine neue Rolle und nenne ich einfach mal Germany und dann sage ich, in der Geography Table kann ich eine neue Spalte hinzufügen, die nennt sich Country. Und dann ist das ganz simpler DAX-Code, den man eben hier mit reinpacken kann, wo ich jetzt eben sage, okay, wenn ein Benutzer Mitglied dieser Rolle halt eben ist, dann soll der nur Daten von, ja je, das klappt ja heute super, so, Germany, jetzt sieht es gut aus. Da sehen wir auch eben hier so ein Filtersymbol, dass diese Tabelle gefiltert ist. Hier ist relativ überschaubar, wenn man Modelle hat mit 70, 80 Tabellen, ist das schon sehr hilfreich. Den Syntax kann ich noch checken lassen, wenn ich möchte.
sieht soweit gut aus und dann kann ich das speichern. So, dann mit dem View S kann ich das Ganze testen. Das heißt, da kann ich sagen, ich möchte ganz gerne einfach mal die Rolle Germany testen. Wir sehen ja hier unten schon, Germany ist so orange, nennen wir das vielleicht noch so als Farbe. Klicken wir da mal auf OK. Und dann sehen wir auch nur Daten von Germany. Wenn ich hier hinten in die Daten reinschaue und irgendwo sage, okay, ich möchte in Geography irgendwas tun. Ich habe hier nur Germany. Alle anderen Daten scheinen gar nicht, dass sie oder scheinen nicht existent zu sein, wenn ich mit dieser Rolle unterwegs bin. Das heißt, ich breche das Ganze hier mal ab und speichere das. Dann schubsen wir das nochmal auf den Tenant hoch. Dann können wir nämlich mal sehen, wie Benutzer solchen Rollen dann auch zugewiesen werden. Das Internet ist heute super schnell. Ja, okay. Kaum sagt man, so wird's fertig. So, also. Das hier ist ja unser administrativer Benutzer, glaube ich, gewesen. Nee, war nicht. Ich aktualisiere mal die Seite. Dann sehen wir nichts. Weil das bedeutet, der hat erkannt, das Dataset im Hintergrund hat eine Row-Level-Security. Und dieser Benutzer ist Viewer. Aber dieser Benutzer ist keiner Rolle zugewiesen. Also, was sagt Power BI? Ich zeige dir mal gar nichts an. Finde ich eine super Geschichte, weil so kann ich auch vielleicht ein bisschen ja, das Ganze sicherer gestalten. Gehen wir mal in den anderen Browser hier rein. Jetzt haben wir mal kurz das Fenster. Nicht notwendig, aber... So, ich gehe... Also, die Row-Level-Security hängt nicht am Bericht, die Row-Level-Security hängt am Dataset. Und wenn ich hier mal die Security gehe, sehen wir hier unsere Rolle Germany, Members, aber momentan keine. Nehmen wir mal einen User, füge den hier hinzu, speichere das Ganze. Das finde ich übrigens ein bisschen schwierig, man fügt die Leute hinzu und man muss doch dran denken zu speichern. Ja, mir ist schon häufig passiert, dass ich das einfach gesehen habe und mich dann gewundert habe, warum etwas irgendwie komisch ist. Aber ich aktualisiere jetzt mal dieses Fenster. Jetzt sehen wir Daten. Wir haben ja gesagt, dieser Benutzer in der Rolle oder die Rolle zeigt mir nur Daten von Germany an. Wenn wir uns das jetzt mal in Realität vorstellen, die Anzahl von Ländern auf der Welt ist ja auch relativ überschaubar und wenig änderlich. Da könnte ich vielleicht mir den Weg vorstellen, wenn ich hier unterwegs bin, ich hole mal einen Azubi, Praktikant, wie auch immer, und sage, erzeugt mir doch mal bitte für jedes Land eine Rolle. Kann man machen. Kann man auch sein lassen. Allein wenn die Rolle ein bisschen komplexer wird, nicht nur auf dem Land, sondern verschiedene Regionen in einem Land und so weiter und so fort, da ist das Ganze halt eben, ja, semi irgendwie zu managen. Allein wenn ich diese Rolle nur in einem, also in mehreren Berichten habe, ich baue das in einen Bericht ein, brauche das aber noch in 40 anderen Berichten. Okay, wir haben eine erste Intention, nehmen Tabular Cube. Aber wenn ich das einfach nicht haben möchte, das kriegt ja kein Mensch irgendwie gewartet oder gemanagt. Also, was habe ich hier schon mal ein bisschen vorbereitet? Und zwar gibt es hier eine Tabelle Security. Ich zoome mal kurz an.
Diese Tabelle Security beinhaltet aktuell zwei Benutzer. Relevant ist eigentlich nur dieser Benutzer, weil wir wollen, dass unser User zu einer neuen, ja, von Deutschland nach Australien versetzt wird. Der mag das lieber ein bisschen wärmer, was auch immer der Grund dahinter ist. Ja, im Endeffekt, wir wollen es data-driven gestalten. Diese Daten jetzt hier in dem Fall, die kommen irgendwo aus einer Excel-Datei, aber die können auch aus eurer SharePoint-CM-Applikation rauskommen oder was auch immer, wo ich Daten direkt per Direct Query, per SQL, MySQL eben abfrage oder über irgendeine API. Tausende von Möglichkeiten, wo ich die Daten eben herbekomme. Aber darüber können wir steuern, welcher User soll denn eben auch was sehen? Ja, und wenn wir dann mal eben hier nochmal auf das Modeling zurückgehen und mal auf das Manage Roles, sagen wir, nee, festschreiben wollten wir eigentlich gar nichts. Also somit verlieren wir das Filtersymbol. Und in der Security-Tabelle fügen wir noch einen Filter hinzu. Und wir kennen ja den Benutzernamen von dem Anwender, der den Bericht eben öffnet. Und so können wir den eben auch filtern. Das heißt, ich sage jetzt hier User. Fixes Value irgendwie da reinzuschreiben, macht eigentlich relativ wenig Sinn. Und es gibt eine Funktion, Variable, ja, eigentlich eher eine Funktion, User Principal Name. Und User Principal Name liefert uns den angemeldeten Benutzernamen zurück. Das heißt, in dem Fall bekommen wir den User Principal Name, wie er im Active Directory oder im Azure Active Directory hinterlegt ist. In der Regel ist das eine E-Mail-Adresse. Das heißt, hier in dem Fall wäre es unser pp@plens.onmicrosoft.com oder der Philipp at und so weiter und so fort. Es gibt auch andere Funktionen wie Username, mit denen werdet ihr aber in Probleme reinkommen, weil der Username ist in der Regel einfach Domäne/Username. Ja, in dem Fall bei meinem User wäre es dann allegri/plens. Der ist aber in der Cloud ja gar nicht existent. In der Cloud heiße ich da eben philipp.lenz@. Also von daher bitte immer User Principal Name nehmen. Und wenn er danach googelt, tun das eigentlich auch weitestgehend alle Anwender. So, Filter Errors habe ich einen Schreibfehler gemacht. Ach, Moment. Um es sicher zu machen. Gar nicht euch mit Rechtschreibung. Diese Steuerung einfügen und von einem anderen Dokument das manchmal viel besser. Okay. Ja, jetzt haben wir dieser User. Das kann man eben auch hier mit einem View-S gegentesten. Und zwar, dass man einfach mal sagt, okay, ich will die Rolle testen, aber ich will das explizit für den PP-Benutzer einfach mal testen. Gehen wir hier ein. Dann sehen wir jetzt hier in dem Fall nur Australia. Sollten wir in der Excel-Datei Australia nach, weiß ich nicht, nach Japan ändern, weil er gesagt hat, oh, Sushi ist irgendwie viel besser als Känguru, was auch immer. Ne? Alles gut, das ändere ich in meiner Quelle. Der Bericht aktualisiert sich. Danach ist auch alles automatisch erledigt. Ja, speichere ich das Ganze mal. Öffentlichen wir das Ganze.
Na komm schon. So. So, das war unser User, der ja nur nur Germany vorhin sehen durfte. Und dadurch, dass ich ja die gleiche Rolle editiert habe, brauche ich auch gar keine neue Zuordnung machen oder irgendwelche Einstellungen. Ich aktualisiere einfach nur das Fenster. Und dann sehe ich Australia. Finde ich ein bisschen angenehmer, die sogenannte dynamische Row-Level-Security zu nehmen, die halt ja data-driven ist, in Anführungsstrichen, als irgendwie das fix in den Report reinzuschreiben. Das kann funktionieren und das funktioniert in der Regel auch super. Aber denkt immer drüber nach, diese Sicherheit, die wird man auch für andere Berichte, für andere Datasets benötigen. So, damit hat man auf jeden Fall schon mal das Problem. Okay, zurück zu den Folien. Ja, relativ simpel. Horizontale Sicherheit. Ich kann halt eben nur die Daten sehen, wo ich eben auch für verantwortlich bin. Achso, ja, das war die dynamische Row-Level-Security. Die hatte ich schon vorweggenommen. Ja, aber denkt immer bitte daran, ein Administrator, ein Member oder ein Contributor, die dürfen alles sehen. Das heißt, Browserfenster finden, das wollen wir nicht. Das finden wir gut. Und zwar, dieser User ist ja ein Administrator von dem Workspace. Gut, ist ein globaler Administrator und er sieht alles. Auch wenn ich den in eine Rolle zustecke, so zum Beispiel, dass ich jetzt sage, okay, dieses Dataset hier unter Security, da stecke ich jetzt auch mal irgendwie den Philipp mit rein. Mal gucken, das wäre der richtige. Den fügen wir zu, speichern das Ganze. So, öffne den Bericht hier nochmal. War weder in der Tabelle mit drin, also was ja eigentlich dazu führen sollte, dass ich nichts sehe, aber ich sehe alles, weil ich bin ein Administrator. Und das Gleiche gilt für Members und Contributors gleichermaßen. Also von daher, die Leute sind halt da, um Inhalt zu erstellen und zu verwalten. Andere Benutzer sind einfach nur Viewers, die sollen einfach nur konsumieren. Also von daher, das ist wichtig, dass er da einfach drauf achtet. Okay, das PowerPoint. Ja, die Object-Level-Security, weil eine andere Anforderung war ja, dass der Einkaufspreis oder irgendeine Spalte hier, ich denke, wir haben hier keinen Einkaufspreis in dem Dataset, aber wir wollen das verstecken. Aber verstecken bedeutet nicht zugänglich machen. Die OLS kann eben auch Spalten verstecken, technisch nicht zugänglich machen. Und das bedeutet halt eben auch, dass diese Spalte scheinbar für den Benutzer, der den Bericht konsumiert, einfach gar nicht da ist. Und somit würde es eben bedeuten, wenn ich jetzt zum Beispiel mal hingehe, eine Spalte Country in dem Bericht, da war ja, glaube ich, direkt am Anfang ein Balkendiagramm, wo der Umsatz nach Ländern da war. Wenn ich die Spalte verstecke, dann würde ich einen Fehler bekommen, weil die Object-Level-Security sagt, sie ist gar nicht da. Das Tolle, in Anführungsstrichen, und da war Ironie dabei, ja, verwalten kann ich das Ganze nicht über Power BI Desktop, verwalten kann ich das über ein Tool Tabular Editor. Tabular Editor gibt es kostenfrei, gibt es aber auch in kostenpflichtigen Versionen, wenn ich einen Support haben möchte. Vom Daniel Eugtier, oh, ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen, entwickelt worden. Der Link steckt auch in den Folien mit drin, deswegen ist Tabular Editor unterstrichen.
Verwaltet wird das Ganze genauso über den Service. Das ist dann genau das gleiche wie die Row-Level-Security. Und natürlich Admin, Members und Contributors sehen alles auch das gleiche wie bei der Row-Level-Security. Wichtige Einschränkung dabei ist, wenn ich jetzt sage, ich mache mir eine Rolle, wo ich die Row-Level-Security drin manage und eine zweite Rolle mache ich die Object-Level-Security und füge den Benutzern den beiden Rollen hinzu. Das geht nicht. Ich kann das nur in einer Rolle machen, die ich auch einem Benutzer zuweise. Das ist eine technische Limitation, werdet ihr auch gleich sehen. Also, nochmal hier hingehen, da können wir sagen, Stop Viewing. Folgt mal hier einfach mal die leere Seite und wir nehmen uns mal aus der Geography den, nehmen wir mal den District raus und vielleicht noch hier aus der Sales-Tabelle den Revenue, den mal daneben. Duplizieren das Ganze mal, damit wir einen schönen Unterschied haben. Also Ziel ist, dass wir gleich die Spalte District dem Benutzer nicht zugänglich machen. Also von daher, wir haben zwei Grafiken. Wir sehen hier den District und den Umsatz nach District und hier den Gesamtumsatz. Ich habe hier mal ein Tool gestartet, ältere Version, könnt ihr von GitHub runterladen, könnt auch die neueste Version nehmen, ist völlig egal. Hier in dem Fall spielt das Ganze gar keine Rolle. Das hier ist der Tabular Editor. Da sage ich mal, okay, Open from DB. Ich könnte, wenn ich jetzt eine Premium Capacity habe mit einem XMLR-Endpunkt, könnte ich das auch direkt auf dem Service machen. Ich kann aber auch einfach meine lokale Power BI-Datei auswählen. Die heißt pp.pbx. Die verbinde ich mich. Sage ich OK. Und dann sehe ich hier meine Rollen, die ich erstellt habe. Ja, da ist unsere Rolle Germany. Wenn ich mal die Tabellen aufklappe, sehen wir genau die Tabellen, die wir im Modell zur Verfügung hatten. Und wir hatten gesagt, dass wir in der Tabelle Geography die Spalte District verstecken wollen. Kann ich hier auswählen und wird halt nicht größer. Wir sehen hier unten schon bei Translation, Perspectives und Security, also auch die Sachen lassen sich eben alle hier einstellen. Aber hier kann ich sagen, die Object-Level-Security. Die Object-Level-Security ist dann dementsprechend, so, da haben wir schon unsere Rolle Germany und standardmäßig steht es bei Default. Default bedeutet, kannst alles damit machen. Dann haben wir die Rollen oder die Einstellung None bedeutet, darfst nicht darauf zugreifen. Read bedeutet, ich darf davon lesen, ist mehr oder minder das gleiche wie Default. Also Default ist Read. So, ich sage aber hier, diese Spalte soll mir ja nicht zugänglich sein in dieser Rolle. Speichere das Ganze mal. Gehe mal zurück in meinen Power BI Report. Gucke mal drauf. Alles super, alles perfekt, weil ich bin ja gar nicht Mitglied dieser Rolle. Und wenn ich hier nochmal auf der Karte Modeling press und sage mal, okay, ich möchte das mal als Mitglied der Rolle Germany sehen, ja mittlerweile Australien ist, dann sehen wir, Revenue, funktioniert noch die Visualisierung. Ich habe noch nicht ganz viel der Filterung gerade an der Stelle, egal. Aber dieses Visual liefert mir einen Fehler. Ihr seht es eben hier, da ist eine Spalte gar nicht mehr da, als ob sie jemand hier aus dem Modell rausgelöscht hat. Also hier auch in der Geography ist die District-Spalte gar nicht mehr ersichtlich. Ich kann alles zwar noch machen mit den Spalten, die da sind, aber dieses Visual
liefert mir einen Fehler. Jetzt mal speichere. Einmal publiziere. Sieht das auf dem Service genauso aus. Dessen sollte man sich immer bewusst sein. Also wenn ich jetzt Spalten ausblenden möchte, die aber in extrem vielen Visuals verwendet werden, dann kann es sein, dass der komplette Bericht einfach gar keinen Sinn mehr ergibt für den Anwender. Einfach nur noch überall Fehlermeldungen kommen. So, das ist mein Pro-User, der eigentlich alles darf, also der Administrator. Bericht öffnet sich noch, der kann auch hier auf die Seite wechseln. Alles wunderbar. Nehmen wir den User, aktualisieren mal die Seite, damit wir eine neue bekommen. Zeigt er mir auch den Revenue an, warum er es eben nicht wollte im Desktop. Keine Ahnung, es ist Samstag. Aber das andere Visual funktioniert definitiv nicht mehr. Das Ganze ist eigentlich Object-Level Security. Ärgerlich so ein bisschen, dass man hier so ein eigenes Werkzeug braucht und das nicht im Power BI Desktop machen kann, aber das haben wir schon gemerkt mit anderen Werkzeugen wie den DAX-Editor und so weiter und so fort. Es ist, wie es ist. Und so haken wir es einfach mal ab. Springen wir nochmal zu den Folien zurück. Ja, der letzte Punkt, der in dieser User-Story drin stand. Wir wollen Monitoring haben. Der Power BI-Administrator soll das Ganze verwalten. Dazu gibt es unter anderem die Audit-Logs. Die Audit-Logs kann ich aktivieren oder beziehungsweise auch schon zugreifbar machen über den Power BI-Tenant als Administrator. Da werden für die letzten 30 Tage Daten gesammelt. Und die kann ich zum Beispiel einfach mit PowerShell abfragen, sofern man PowerShell mag und verwenden möchte. Ich zähle da eigentlich nicht dazu. Aber es gibt so ein Commandlet, das nennt sich Get Power BI Activity Event. Da kann ich dann dementsprechend mit Daten rausziehen. Ja, wie sieht das Ganze aus? Also für diejenigen, die es vielleicht mal nachbauen möchten oder selber Gehversuche damit starten. Hier unten ist ein Link mit drin. Ich hatte dazu Blog-Einträge mal geschrieben, weil es mich selber interessiert hat. Da könnt ihr dann dementsprechend noch reinspringen. Und jetzt muss man die Datei finden. Da ist Audit sinnvollerweise auf dem richtigen Bildschirm. Das, was wir hier haben, den Dataset mal schaue. Ja, wir haben eine ID und so weiter. Was aber eher spannend ist, wir sehen hier den Username, der etwas gemacht hat. Wir haben auch weiterhin noch die Information, welchen Bericht er abgerufen hat und natürlich eben auch den Zeitstempel, also wann als Datum und natürlich eben auch die Zeit. Interessant ist halt hier die Spalte Operation. Da mal reinschauen. Haben wir ganz viele Informationen. Also, wer hat wann, wie, wo was erstellt? Wer hat wann, wie, wo was abgerufen? So, man stellte sich das vor mit dem Thema, mit den Labels. Diese Information kann ich auch abrufen. Und ich kann auch herausfinden, welches Objekt in meinem gesamten Tenant, ob das ein Word, ob das ein Excel ist oder sogar ein PowerPoint oder ein Power BI Report, verknüpft ist mit einem Label. Wenn ich das jetzt Ganze oder das Ganze zusammenbringe, kann ich nachvollziehen, wer hat wann wie wo was abgerufen und wie war das gelabelt, wenn ich vielleicht irgendwie ein Datenleck in meiner Organisation mal festgestellt habe. Und zu guter Letzt, mal auf den Bericht hier einmal rüber. Gut, die Daten sind jetzt irgendwann von Anfang Januar, wo ich das Ganze mal getan hatte.
Sie sehen halt eben hier, okay, folgende Activity wurde von dem Benutzer ausgeführt. Ich glaube, da bin ich auch als Einzigster irgendwie mit drin. Aber wir sehen halt einfach, wir können es monitoren. Das Ganze, wenn ich dann mit Power BI das Ganze in meinem Dataset habe, mir als Get to Refresh drauf mache, das in Dashboard mit reinpacke, Daten, Data Alerts drauf mache, also wenn dann dementsprechend eine Zahl irgendwo nach oben geht, will ich eine E-Mail haben, kann ich daraus eben ein sehr komplexes, aber auch sinnvolles Instrument bauen. Gut, bringt mich eigentlich zur letzten Folie, und zwar die User Story. Was haben wir erreicht? Die Sales Manager haben nur lesen Zugriff zu dem Report. Haben wir getan, haben über die Security auf dem, über die Security auf dem Workspace. Von daher können wir dann Haken dran machen. Der Report soll gelabelt werden als Confidential. Können wir machen, kein Thema. Und der Sales Manager soll nur sein eigenes Land sehen, wofür er verantwortlich ist. Kriegen wir hin mit Roll-Level Security. Der Chef dieser Sales Manager soll nur Visualisierungen sehen, die, oder nur die Visualisierungen zugreifbar haben, wo dementsprechend eine Spalte verwendet wird. Kriegen wir hin, haben wir die Object-Level Security. Wir wollen das Ganze monitoren. Kein Thema. Da haben wir die Audit-Logs. Müssen wir uns nur im Hinterkopf behalten. Die haben wir immer nur für 30 Tage. Das heißt, wenn ich weiter zurück möchte, dann muss ich sie sammeln. Jo, dann sind wir eigentlich durch. Das Husten wird immer mehr. Vielen Dank. Und wenn ihr Fragen habt, gerne jetzt oder meldet mir. Ja, Stefan. Guten Morgen. Ja, ich habe brachial verschlafen heute. Sehr gut, jetzt ist ehrlich. Ja, Kinder aus dem Haus, ich habe um 4.30 Uhr gestartet in den Tag. Um 6 Uhr habe ich gedacht, ach komm, einmal ganz kurz die Augen nochmal zu. Ganz, 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 ganz kurz. Dann war es kurz nach 9 und der Rest ist Geschichte. Sehr schön. Aber hier ist eine Frage, ne? Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, die erste Frage ist schon da von Andrea. Question zu OLS. Habe ich das richtig verstanden, dass ich keine Möglichkeit für ein dynamisches OLS habe, analog zur dynamischen RLS? Ja, vom Frontend her eine dynamische OLS, nein. Wenn ich einen Tabular Cube hätte, dann könnte man theoretisch das JSON im Hintergrund bearbeiten, aber eigentlich auch nicht wirklich. Also fassen wir es zusammen oder mal was kurz. Nein. Gut. Weitere Fragen aus der Runde hier? Ja, ich hätte eine Frage. Der Workspace, den du benutzt hast, der war Premium. War das für Sensitivity Labeling? Brauche ich dafür Premium? Nö. Ja, standardmäßig bei mir immer Premium per User oder generell, glaube ich, Premium, weil ich das irgendwann mal eingestellt habe. Okay, also hat jetzt für den Use Case keine Relevanz. Genau. Aber über Sensitivity Labeling bekomme ich ja keine Einschränkungen der Zugriffe hin, oder? Das sehen ja dann alle, die auf diesen Bericht zugreifen, sehen das gleiche Sensitivity Labeling. Richtig, das ist wirklich so eine Soft Security, ne? Nur gucken, nicht anfassen, steht da, ob ich das tue. Ne? Also Stefans Kinder, wenn er denen sagt, bitte nicht die Süßigkeiten Schublade plündern, dann nicken die wahrscheinlich. Was passiert mit Measures, die auf Spalten zugreifen, die halt jetzt auf die Object Level Security greift?
die werden auch in Fehler resultieren, weil man muss sich das so vorstellen, bei der OLS, die Spalte ist nicht da. Also das heißt, ich habe keine Möglichkeit, das auf Measures anzuwenden, was ja irgendwie sinniger wäre. Ich blende auch direkt die Measures aus allen Berichten und so weiter aus. Gute Frage. Warte mal. Du hast ja so oft verschachtelte Measures. Was überlegen habe ich hier? War es ja eine Kennzahl. Nö. Measures kann ich das aktuell nicht anwenden. Schade. Ja, so ein bisschen schon, ja. Gut. Weitere Fragen aus der Runde hier. Ansonsten fand ich nochmal ganz wichtig und interessant deinen Hinweis mit der Einschränkung, dass das für Administratoren oder vor allen Dingen Contributors und Members auch, dass das dort nicht gilt. Weil ich glaube, das fällt immer so ein bisschen hinten runter. Administrator haben vielleicht noch die meisten im Kopf, aber dass das gleichzeitig auch für die Member und Contributor auch gilt, das fällt meines Erachtens manchmal so ein bisschen im Hintergrund runter. Ja, leider ja. Muss ich halt einfach nur überlegen, okay, dass diese Rollen dürfen ja auch Inhalt erstellen. Dadurch, ja, das legitimiert das Ganze. Und ja, also ich hatte schon mal einen Kunden, der dann auch sagte, okay, irgendwie aber Probleme mit unserer Role-Level-Security. Waren aber fast alle Members oder Administratoren. Okay, dann braucht ihr auch eigentlich keine. Ja, das stimmt. Ich glaube, die Member-Rolle verstehen viele noch falsch. Ja. Das ist so, manche fühlen sich beleidigt, wenn sie irgendwie nur als Visitor quasi auf so einen Workspace draufkommen. Verstehen halt aber gar nicht, dass das technisch halt einfach so Sinn macht. Ja. Wie ist das eigentlich, wenn ich einen Premium-Bericht kann ich ja auch an nicht lizenzierte Benutzer freigeben. Klappt das dann aber genauso mit der Rollable Security? Was heißt nicht lizenzierte? Ein Premium-Bericht erfordert ja schon die Zuordnung zu meinem Tenant als Guest oder als lokaler Benutzer, der im Endeffekt auf die URL zugreifen darf. Aber ja, wendet sich genauso an. Okay, weil der braucht ja keine explizite Pro-Lizenz dann, wenn ich aus dem Premium-Bereich das teile. Ja. Kann halt nur schwierig werden, wenn ich die dynamische Rollable Security mache, kenne ich den Benutzer. Wenn ich meine Kantinenliste einschränken möchte. Ja. Aber ist das schon immer so, dass ein Nutzer, der keiner Rolle zugeordnet ist, dann gar nichts sieht? Also ich hatte das irgendwann mal so verstanden, dass einer, der nicht zugeordnet ist, alles sieht. Ja, sofern er kein Viewer ist. Ah, okay. Gut. Hier kam gerade noch eine Frage oder beziehungsweise eine Anmerkung rein. Ich habe das Problem der Workspace-Rollen über getrennte Workspaces gelöst. Das Dataset liegt in einem anderen Workspace. Das wurde notwendig, weil ich einen Cross-Report-Drill-Through machen wollte. Ja. Ja, hallo. Kurze Erläuterung. Hi. Bei diesem Cross-Report-Drill-Through muss derjenige mit auf den Workspace zugreifen können. Sonst funktioniert das leider nicht. Und damit hatte ich dann das Problem, dass derjenige, dadurch, dass er Member des Workspace wurde, plötzlich das ganze Dataset sehen konnte
obwohl ich Row-Level-Security hatte. Da hatte ich mir also selber ein Bein gestellt und lösen konnte ich es wirklich nur, indem ich das Dataset auf einen anderen Workspace lege. Okay. Und dann auf diesem anderen Workspace, wo das Dataset liegt, ist derjenige kein Member, sondern er hat nur Build-Berechtigung, aber auf dem anderen Workspace. Also es funktioniert tatsächlich, dass ich dadurch mein Workspace wieder mein Dataset absichern kann. Okay. Versucht das eigentlich immer gnadenlos zu vermeiden, halt eben mit den Cross-Workspaces. Habe ich auch, aber dann kam der Kunde an und sagte, ich möchte aber diesen Report ausdrucken können, der Klassiker. Da hat man ein tolles interaktives Tool und dann soll bitte doch gedruckt werden. Ja, und, wir Deutschen. Ja, mein Report hatte aber etliche Seiten und wenn ich etwas drucken möchte, dann habe ich hinterher einen PDF mit zig Seiten, die ich aber ja gar nicht haben wollte. Also habe ich einen Report erzeugt, der einem Drucklayout ähnlich sah und sich auf die Seiten fokussierte, die gedruckt werden sollen. Und das funktioniert aber eben dann nur über diesen Cross-Report-Drill-Through. Ja. Das heißt, es gibt einen Interaction-Report und einen Print-Report. Genau. Band. Ja. Ja, ich versuche mittlerweile alles irgendwie mit OLAP-Cubes zu erfüllen. Ist eine zentrale Datenquelle, aber ja, ist halt, ich muss gerade grinsen. Tommy, drucken wird ja. Nee, aber OLAP-Cubes sind halt deutlich teurer, definitiv, weil neue Infrastruktur, die ich dann halt eben dazu habe. Und ja, andererseits, ich kann zentralisieren. Ja, wie würde man als Berater sagen, it depends. Gut, weitere Fragen? Ansonsten würde ich an dieser Stelle schon mal die Aufzeichnung stoppen und vielen Dank, Philipp, für den interessanten Vortrag zu Power BI und Security.